Wir sind gut in die Regatta reingestartet. Gestern war dann ein etwas schwierigerer Tag für uns. Und natürlich demnach auch eine mentale Herausforderung, da jetzt drüber hinwegzukommen. Wir haben die richtigen Antworten gefunden. Wir haben, glaube ich, viel Erfahrung auch damit und stolz zu sehen, dass wir mit sowas umgehen können und jetzt gut im Rennen sind für unser Ticket. Wir haben auch im ersten Rennen schon gesehen, dass es wichtig ist, dass wir eine freie Lane haben und dass wir das Ganze relativ simpel halten. Und wir haben dann beim Start die Möglichkeit gesehen, dass wenig Boote rechts sind, dass wir uns entscheiden, gleich auf die rechte Seite rauszugehen, die in der ersten Wettfahrt auch sehr gut war. Und haben dann mit einem sehr guten Bootspeed, glaube ich, das auch schön gemeistert. Ist eine 6-Tages-Regatta. Heute haben wir den 5. hinter uns. Wahnsinnige Energie rauben und natürlich auch Nerven braucht es einige. Morgen sind noch 2 Rennen und dann gibt es das Medal Race. Wenn wir das jetzt dann schaffen und abschließen, ist sie eine tolle Erleichterung und wir freuen uns drauf. Aus einem Haufen Starkwind ist leider nichts ganz geworden. Wir haben leicht bis Mittelwind gehabt. Haben aber die Wettfahrten gut gemeistert, sind konstant vorne mitgefahren und sind eigentlich ziemlich zufrieden. Es ist wirklich alles sehr knapp. Das liegt daran, dass wir sehr schwierige Bedingungen haben und jeder mal in den Punktetopf greift sozusagen. Keiner fährt konstant unter die ersten 3. Von dem her ist alles möglich. Die Ausgangsposition ist so, dass wir morgen noch 2 Rennen fahren. In diesen 2 Rennen müssen wir auf jeden Fall noch sehr gut fahren, damit wir dann im anschließenden Medal Race, das ist gleich im Anschluss nach diesen 2 Rennen am Nachmittag, noch um die Medaillen mitreden können. Aber ja, momentan sind wir in einer guten Position, aber die 2 Rennen müssen wir noch Gas geben.